Ach ja, an so einem wunderschönen Ort könnte ich für immer weilen. Hier den Luma-Seen von Orient the Will of the Wisps. Willkommen zurück. Wir müssen aber den guten Quollog suchen. Ich bin echt gespannt, was mit dem los ist oder warum die Mocky nicht genau wissen, wo er ist. Wird sich, denke ich mal, heute aufklären. Wir gehen auf jeden Fall mal wieder auf den Tauchgang, wie ich sehen kann. Und hier kann ich doch bestimmt rein. Ja, und ein Gorlegerz. Welches? Nummer 11. Oh, und irgendwie doch der Kartenboy, aber ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem komme. Wird sich, denke ich mal, noch klären. So, ich bräuchte jetzt nochmal Luft, bitte, danke. A gedrückt halten. Was habe ich gemacht? Ah, lol. Seht ihr das? Immer da. Ah, ich habe es verstanden. Zack, dann geht das auf. Zack, dann geht das auf. Und dann werde ich da rüber geschleudert. Und dann kann ich das aufmachen. Nein! Was habe ich jetzt da drin stehen? Oh nein, nein, nein. Luft, 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 Luft. Bitte. Danke. Okay, coole Mechanik mal wieder, was hier gemacht wird. So. Und jetzt muss man sich beeilen. Ah nee, die bleiben nur eine kurze Zeit offen. Okay. Daran liegt es also. Ah, ich warte lieber. Ist, glaube ich, klüger. Bitte, danke. So. So. Und wieder zurück, zurück, zurück. Jawohl. Was? Ich war doch schon durch. Hä? Das hat jetzt wirklich keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall muss es hier aber weitergehen. So viel ist klar. Jetzt ja. Perfekt. Und hier mache ich alle auf. Okay. Und auch das Tor, was das Wasser abfließen lässt. Oder? Ja, genau. Oh, das habe ich ja voll übersehen. Da war einfach so ein Speichergeisterportal-Ding, wie auch immer. Haha. Gut, dass ich das gesehen habe. Hust, hust. Sehr gut. Wow. Naja, speichern wir. Als ob. So, ich denke mal, aber hier hat sich nirgends was verändert. Da hoch komme ich immer noch nicht. Ja, wir gehen einfach weiter. Ich glaube mal, das ist die beste Taktik, die wir jetzt so nehmen können. So, nochmal Luft mitgenommen und ab nach unten. Was ist das? Aha, sehr gut. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Danke. Oh. Moment mal, ich kann ihn doch gar nicht angreifen. Ja, okay, ich bin hier falsch. Ah, da geht's zum Gorlegerz, okay. Ja, ich gehe jetzt nicht mehr darunter. Höh, aber was hat mir das denn gebracht? Ich habe jetzt einen Speicherpunkt, okay, aber sonst. Meine Güte, ich bin hier richtig lost diesmal. Ah, Moment, geht's vielleicht hier links irgendwo? Nö, auch nicht. Auch nicht so. Dann probieren wir es nochmal. Nö. Okay, dann müssen wir nochmal runter. Hier ist der Secret Weg. So, nochmal Luft. Stimmt, hier kann ich mir auch jederzeit Luft holen. Ey, ist da rechts jetzt auch das Wasser weggeflossen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir können mal nachher nachgucken. Auf jeden Fall, hier kommen wir auch noch nicht weit. Ah, doch, wir könnten. Nein, können wir nicht hier zerstören. Oder doch, warum leuchtet das denn? Kann ich doch schon Waffen hier anwenden? Nö. Ja, ich sterb wieder. Will noch eine Sache testen. Oh, das wollte ich gar nicht. Und zwar genau diese Aura. Mal schauen, ob das was bringt. Vielleicht bringt es was, ich weiß es nicht. Let's see. Da macht es nichts, da macht es auch nichts. Okay, ich bin wieder tot. Oder? Oder wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe. Nein, schaffe ich nicht. Nee. Ja, okay, wir sind hier falsch, definitiv. Wir haben noch überhaupt nicht die Ausbeute dazu. Ah, falsch. Was möchte ich überhaupt ausgerüstet? Ja, ich mache mal standardmäßig wieder so. Ei. Hast du jetzt was Neues? Nein. Okay. Aber wir lesen es uns nochmal durch. Den trotzdem, das weiß noch nicht hier sind. Sie gedeihen geradewegs im Quollog. Ich wünschte nur, sie würden ausgerechnet an einer anderen Stelle gedeihen. Pah. Okay. Also ich probiere es jetzt nochmal hier. Aber keine Ahnung. Ja, hier ist auf jeden Fall runtergegangen das Wasser. Nee, ist es nicht. Okay. Ah, hier komme ich nach unten natürlich. Oder? Ja. Hier geht's weiter. Eventuell. Stoßangriff, was? Halte in der Nähe von Feinden L. L. B ist die da.
Ja, das weiß ich ja schon, dass man das machen kann. Also das ist mir jetzt nichts Neues. Ah, hier muss ich was dagegen schleudern, vermutlich. Ah, so wäre ich auch dadurch gekommen. Ja. Ich weiß nicht, was mir das hier bringt jetzt. Kann ich dies auch schleudern? Nö. Kannst du nochmal schießen? Danke. Also, geht das so? Ah, das geht tatsächlich. Oh, wow. Ja, okay. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Dankeschön. Das hätte ich ja niemals gesehen, Spiel. Vielen Dank für die Info. Ah, ist nicht so richtig. Zack, genau. Ja, das hilft mir jetzt natürlich weiter. Perfekt. Hier weiß ich immer noch nicht, ob man so weiterkommen soll, aber naja, es funktioniert so, ne? Also, deswegen habe ich da jetzt nicht wirklich was, wo ich sagen kann, nö, deswegen mache ich das jetzt nicht so. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch hier so einen Gegner mit, ne? Was ist denn da oben? Aber man weiß es gar nicht. Also muss ich jetzt tatsächlich bis hier einen Gegner locken? Das glaube ich aber eigentlich auch nicht, weil die Gegner sind ja hier ganz unten. Ja doch, obwohl es kann wirklich sein. Ich probiere es mal. What? Oh mein Gott. Ich kann es auch unter Wasser machen. Ja gut, okay, so funktioniert's. Ich will jetzt schon wissen, was da ist, muss ich sagen. Deswegen let's see. Aber wir machen zuerst was anderes. Was um einiges einfacher ist. Hallo, schieß mal. Da hier die zwei Sachen auf. Erstmal hier, weil da kann ich Luft schnappen. Und einen Geistersplitter bekommen. Stoßangriff verursacht Schaden. Oh, okay. Aber das brauche ich eigentlich jetzt nicht. Komm her. Ja, es geht auf jeden Fall so. Okay, ja, diese Info war ja so nützlich, weil ich wäre da nie drauf gekommen. Nein, ich wollte Karte. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Okay, sehr gut. Dann ist der Bereich hier fertig. Jetzt locken wir es nochmal da hoch. Komm her. Eieieiei, es darf ja nicht zu nahe kommen auch. Passt das? Es sah so aus, ja. Ah, und so komme ich auch nach oben. Macht Sinn. Ich glaube, dass das schon öfters so war. Aber ich habe es sonst nie gesehen. Ja. Oh, was geht jetzt ab? Ah, ein Battlefield. Okay, gerne. Ihr wisst Bescheid. Erstmal so machen. Zack, zack. Okay. Oh, das ging irgendwie zu einfach. Ah, der lebt noch. Ah, ne, aber, hä? Stirbt der gerade? Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe mal runter und töte ihn. Achso, ich kann ihn ja gar nicht töten. Ich vergesse das auch irgendwie jedes Mal, ne? Weg mit dir. Da ist auch diese Fähigkeit mit dem Ranziehen sehr, sehr sinnvoll. Ah, da oben ist eine Lebenszelle. Sehr gut. Hätte ich vielleicht so gar nicht gesehen. Aber ich weiß auch nicht. Komme ich da hoch? Nee, gell? Nee, okay. Oh, come on jetzt. Aber bei dir muss ich eh nur spammen und ihr seid eh beide Two-Shot. So, jetzt habe ich es eh schon geschafft. Ja. War's das? Ja, Tatsache. Okay. Cooles Battlefield. Ich frage mich echt aber, wie ich da hochkommen soll. Aber naja. So, ich muss auch irgendwie hier runterkommen, ne? Aber ich weiß nicht so recht, wie. Am besten ist es, glaube ich, wenn wir erstmal weitergehen. Oh, ein Rennen. Irgendwie ist in jedem Bereich ein Rennen, habe ich das Gefühl. Okay, da komme ich immer noch nicht hoch. Ein Splitter, ein nächster direkt, krass. Oh, ich liebe dieses Gebiet hier. Es schaut so hübsch aus. Das ist abnormal. So, jetzt hier durch. Oh je, ich habe hier gar keine Luft. Oh. Okay, das war auf jeden Fall kein richtiger Ansatz. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, ich gehe jetzt erstmal weiter. So, wo geht's hier links? Ah, hi. Komm her, komm her, komm her. Ja, er kann natürlich nicht getroffen werden, ist ja logisch, ne? Sehr gut. Ich hole mir nochmal Luft. Ich muss da rein. Ah, da muss ich den hinbringen, okay. Das sollte ich hinbekommen. So, also nochmal. Moin.
So, jetzt muss ich mich beeilen. Zack, dann da durch. Oh, jetzt kommt er nicht durch, ne? Oder? Doch, 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 okay. Hoch, 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 hoch. Perfekt. Können wir uns schon mal die Karte holen. Moin, ich habe 4000. Das wird dir hoffentlich reichen. Hallo, willkommen. Ich habe diesen Ort vor vielen Farben noch nie so unglaublich war, ne? Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich hole mir all meine Tinte. Die Korallen geben fantastische Rottöne her, weißt du? Gerne doch, nehme ich die Karte an mich. Oh, da wartet ja schon noch recht viel. Ich frage mich, warum hier schon das Finale stattfinden soll. Das wird interessant auf jeden Fall. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Durchgang. Und da fehlt mir immer noch das eine. Mal schauen, komme ich da vielleicht doch noch hin? Ah ja, das ist halt das da. Zack. Und nach oben, nach oben, nach oben. Ja, sehr gut. Ich glaube, das war auch alles hier, ne? Mhm. Okay. Sehr gut. Krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir jetzt hier alles bekommen. Ich glaube, ich brauche den Typ jetzt nicht mehr. Warum? Doch, hier brauche ich den doch. Das wird doch so zerstört. Oder täusche ich mich gerade? Ich weiß es gar nicht. Da ist auf jeden Fall ein Samen. Und Quollock, da bist du ja. Hallo, mein Kleines. Es ist schön, dich hier zu sehen. Es ist schon lange her, seit ich meine Höhle zuletzt verlassen habe. Doch das hast du mir Hoffnung gegeben. Die Kraft des Waldes ist nahe. Und noch etwas anderes. Ein vertrauter Gestank. Harunk, die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden widersprechen, wenn wir das Irrlicht gefunden haben. Okay, bye. Wer ist Harunk? Die Frage. Tschüss, ne? Okay, im Hintergrund schaut es aus ein bisschen wie ein Schrein, muss ich sagen. So, ich habe mich hier natürlich jetzt auch noch um. Ah, es hat sich gelohnt, schaut an. Und von hier jetzt einfach zum Grünen. Richtig? Ja, easy Samen kassiert. Ein weiterer mysteriöser Samen. Ich glaube, ganz nach oben komme ich nicht wegen den Stacheln. Wir können es aber mal testen. Mal schauen. Vielleicht ja doch. Und ich möchte jetzt gleich noch was prüfen, auf jeden Fall. So, also lasse ich fallen. Ja, okay. Geht nicht. Also ich teste jetzt nochmal was. Na, von wo kommst du jetzt? Du warst gerade noch nicht da. Oh, ich habe hier Damage gemacht. Ah, so jetzt ja. Jetzt habe ich so eine Theorie, eine kleine. Ich glaube, ich überlebe das, by the way. Verpiss dich. Oh, ich schaffe das nicht. Oh, das hat sogar Damage gemacht gerade. Das heißt, die muss eigentlich zuerst getötet werden. Ah, wisst ihr was, das nutze ich jetzt mal kurz. Wir kriegen ja übrigens auch eine neue Fähigkeit. Muss aber sogar, ich muss ja direkt zu dem Ding hier. So, ich würde es jetzt aber trotzdem mal testen. Zack, macht es ihm Damage? Ja, Tatsache. Oh, er ist sehr low, okay. Sehr gut. Wenn die jetzt weg ist, dann kann ich was testen. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass ich das überlebe, wenn ich mir hier keine Luft hole. Ja, muss eigentlich, ne? Okay, probieren wir das mal. Zack, du schießt sehr fleißig, sehr gut. Dann jetzt bitte nicht treffen, bitte nicht. Ja, perfekt, so. Okay, okay. Ja, als ob die jetzt wieder respawned ist. Willst du mich verarschen? Nein, hör auf, hör auf. Okay, also das da, denke ich mal, kann man auf jeden Fall zerstören. Ja, muss man eigentlich. Oh, ich weiß auch, was man dafür bekommt. Warum respawnst du denn, du Hund? Du willst jetzt noch einmal... Alter, da muss man doch Luck haben, oder nicht? Kann auch sein, dass ich mich gerade hier komplett täusche in dem, was ich hier gerade... fabriziere, aber naja, ich kann es ja trotzdem probieren. Geh doch weg. Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Nein, nein, nein. No joke, was soll ich tun? Hallo? Ich probiere es jetzt wirklich ein letztes Mal. Also wenn er jetzt nochmal respawnt, dann hat man ja sowieso keine Chance. Ich verstehe es halt auch nicht. Was soll man denn da machen? Zack, schießen. Oh, schlechtes Timing. Ich merke schon. Ah, boah, hier geht's jetzt. Nein, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Also ich bin mir sicher, dass das geht, aber wir machen es jetzt nicht nochmal. Ganz ehrlich. Ich glaube, dann kommt da eine Blubberblase und ich komme da hoch. Aber naja, vielleicht kann man das irgendwann leichter machen. Keine Ahnung. Oh, ich muss mich hier beeilen, sehe ich gerade. Okay, weil... Ja, hä? Lass mich...
verarschen? Wie zum Teufel soll das gehen? Also bei dem Dungeon, wenn man das überhaupt als Dungeon zählen kann, denke ich mir jedes Mal, what the fuck, wo geht's hier weiter? Wirklich, gefühlt jedes Mal. So, ja, wenn ich, ja, ich kann ja gar nicht so schnell sein. Theoretisch könnte man es schaffen. Nee, geht nicht. Okay, das heißt, ich muss das meiner Meinung nach so machen. Aber ist halt echt kacke gelöst, muss man mal sagen. Ich habe jetzt ja einen anderen Trick mal rausgefunden. So, siehst du? Ja, perfekt. Ab nach oben und weiter, 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 weiter. Jetzt möchte ich ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben. Du wirst jetzt nicht getroffen, habe ich recht? Sehr gut. So, und jetzt schießen. Ha, was hat's gebracht? Gar nichts. Doch, da kommt eine Blubbelblase, ich hab's gewusst. Und die wird mich jetzt gleich nach oben bringen. Hab ich recht? Ah, wird knapp, ehrlich gesagt. Kommt man so nach oben oder ist man immer gleich hoch? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Oh, aber wo bin ich hier? By the way. Hallo, warum kommt denn da jetzt keine Blase? Okay, die kommt zu selten. Na, das ist viel zu wenig, was ich hier bekomme. Die kommen halt, glaube ich, auch immer in dem Abstand. Obwohl, jetzt war ich ein bisschen höher schon. Mal schauen. Ja, nee. Kommt sie irgendwie gar nicht mehr? Hä? Aber man könnte es vielleicht sogar schaffen. Oh, ich habe eine Idee. Aber das wäre schon krass Skill-Dings. Okay, in der Luft kann man das ja nicht. Stimmt, vergessen. Oder? Wir probieren es nochmal. Hä? Habe ich jetzt hier verändert? Nee, es wird so nicht funktionieren. Das war, glaube ich, nur zum Luft holen. Ja, aber dann bin ich schon wieder komplett lost, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Quarlock folgen heißt ja da hoch. Aber da komme ich niemals hoch. Zum Checkpoint komme ich auch nicht, weil ich viel zu langsam bin. Hä? Also, das ist hier ein komisches Ding. Wirklich ungelogen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man das hier so machen soll. Und wenn man jetzt auf eine Blase warten sollte, dann wird es funktionieren. Kommt da eine? Jetzt kommt halt keine irgendwie. Warum denn nicht? Warum kommt jetzt keine Blase? Ich sage jetzt nicht, dass es wieder zu. Nein. Nicht dein Ernst. Ich bin doch nicht gestorben. Ich bin noch nicht gestorben. Oder etwa doch. Oder bin ich gerade komplett blöd. Aber das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich hier irgendwie komplett falsch bin. Wie gesagt, der Dungeon, der mich hier irgendwie am meisten herausfordert. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd. Ich weiß es manchmal wirklich nicht. So, jetzt nach oben, bevor der mich angreift. Und es klappt. Ja. Also, und jetzt dagegen. Okay. Sehr gut, dann wird hier eine Blase generiert. Ich hoffe, da kommen jetzt auch noch mehr, nur weil ich hier nach links gehe. Also jetzt meine letzte Theorie. Ja, es funktioniert so. Nein, nein, ach man. Okay, aber ja, ich bin mir sicher, dass ich so da hochkomme. Jetzt time ich es mal ein bisschen. Jawohl. Sehr gut. Ob man das so machen soll, ich weiß es nicht. Ja, vermutlich muss man jetzt hier hoch. Kann auch sein. Aber hey, ich habe es jetzt so geschafft. Ganz einfach. So, ich weiß wirklich nicht, wo ich jetzt hin soll. Aber ich kann erstmal diesen Schlüsselstein hier holen. Und da geht es nur von einer. Ey, vielleicht muss man es wirklich so machen, aber das wäre schon krass skillerhaft. Wenn man das wirklich so machen müsste. Aber naja, das hatte ich jetzt schon öfters. So, ja eben, weil das ist hier um einiges einfacher. Ist mal ehrlich. Wo führt mich denn das hin? Aha. Naja, egal, es geht hier auf jeden Fall weiter, deswegen stört mich das jetzt nicht. Hier mache ich es einfach nicht so, sondern auf X.
Ah, so funktioniert's halt nicht. Oh, drück hier unnötig Sachen rum. Bin ich hier richtig? Kann mir das bitte jemand sagen? Das wäre sehr hilfreich, wisst ihr das? So, oh, ich kann hier das Rennen aktivieren. Wo waren das nochmal? Ich habe schon voll vergessen. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ist. Aber man weiß es ja immer auf der Karte. Ah, hier unten. Okay. Ah, ich kriege auch die neue Fähigkeit dann. Ja, die möchte ich eigentlich schon haben, weil das ist wieder mal die Fähigkeit, die man hier insbesondere bekommt. Hier kann ich wieder den Trick machen. Ah, da ist ein Gorlek-Erz. Nice. Oh, das wollte ich gar nicht. Was bist du denn? Das ist definitiv ein neuer Gegner. Und das hier ist recht geschenkt. Deswegen hole ich mir das. Wie hoch ist das denn so? Ja, das kriege ich doch easy so hin, oder nicht? Ja, easy peasy. Weg, perfekt. Okay, es geht wieder langsam voran. Wir haben jetzt 39% gesehen. Serious? Ja, dann würde ich jetzt da rechts rüber gehen. Ich habe schon gerade was gesehen dort. Ja, genau das hier. Da ist ja super einfach, da hochzukommen. Ah. Ach so, deswegen. Weil man nicht direkt nach oben kommt. Ah, was soll ich denn da jetzt machen? Wetten, das geht jetzt zu? Das geht zu? Nein, geht's nicht. Okay. Interessant. Ah, jetzt geht's zu. Okay. Ja, schieß mal nochmal. Oder ja, einfach so, passt auch. Also ich weiß immer noch nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich kann hier auf jeden Fall was öffnen. Das mich zur Energiezelle bringt, sehr gut. Ich glaube aber, das ist nur eine Teilenergiezelle und wir haben nicht wieder eine ganze. Ich glaube, ich bin hier immer noch falsch, aber naja, so ist es halt. Hä, wie soll ich jetzt vor allem zurückkommen? Ah. Ah, so soll man eigentlich nach oben, okay. Und so wieder raus. Okay. Gut, dass ich es so nicht gemacht habe. Nein, nein, nicht sterben, Ori. Nicht sterben. Wird erstmal geheilt. Und, ach tatsächlich, war maximal. Sehr schön, jetzt haben wir mal wieder ausgeglichen. 13 Leben, 13 Energiezellen. Okay. Mich würde es noch wundern, mal kurz. Ich will es wissen. Was denn da? Ja, hier, das da. Was macht das? Ich weiß es wirklich nicht. Ah, hier rein. Ja. Wie soll man da hochkommen? Und was bringt mir das eigentlich? Ah, es bringt mich hier wieder raus. Nein? Ich dachte, dass es safe so ist. Was macht denn das sonst hier? Oh mein Gott. Meine Güte, vor denen muss man sich echt in Acht nehmen. Hä, wie soll ich denn hier rauskommen? Mit dem Bogen oder wie? Nein, du sollst nicht schießen. Du sollst nur anvisieren, meine Güte. Nee, so geht's nicht. Huh. Okay. Ach so. Wie ich das jedes Mal aufs Neue vergessen muss, ne? Oh. Blöd. So geht's auf jeden Fall. Okay, jetzt nach unten, nach unten, nach unten. Ich weiß nicht, was mir dieses Teil bringt. Ich nehme es einfach mal mit. Achso, ich darf ja hier einfach so rein. Ist das eine brüchige Mauer? Nein, es ist nicht. Okay, hä, was bringt's mir denn? Gar nichts. Lebenabzug bringt's mir. Okay, ich würde sagen, ich hole jetzt die restlichen Schlüsselsteine. Ja. Eins sollte hier sein. Wait, what? Ah, noch weiter unten. Ah, hier. Okay, ganz simpel. Ganz schön geschenkt eigentlich. Waren das alle? Vermutlich. Hier geht's nicht rein. What? Ich dachte so safe, dass es hier reingeht. Boah. Das hat mich gerade sowas von gerettet. Hä, aber von wo denn dann sonst? Ah, vom Wasser. I see. Bin ich da hochgekommen? Ah, hier. Okay. Bin dezent verwirrt, wie man vielleicht merkt. Oh Gott.
Jetzt so. Ja, wisst ihr was? Mach ich anders. Ich weiß nicht, ob man dieses Teil hier immer benutzen soll, aber ich benutze es immer, weil ich nur so nach oben komme. Ich weiß halt nicht, ob ich hier dann falsch bin. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht noch hier runter irgendwo. Auch nicht. Ah, falsche Seite. Ja, ich habe gesehen, wo ich hin muss. Oh, ups. Nein. Lass mich runter. Hier rein. Hä? Auch nicht. Oh, da war ich mir jetzt sicher eigentlich. Vielleicht muss ich aber auch dieses Teil benutzen. Ich versuch's nochmal. Ich probier's nochmal. Ich weiß, dass es gerade echt nervig war, aber naja. Probieren wir das Ganze nochmal. Vielleicht ist es ja wirklich so. Ich kann es mir halt nur so erklären, ehrlich gesagt. Ich vergesse immer, dass ich jetzt da reinlaufen darf. Ja, Tatsache, das ist sowas. Ich hab's gerade gesehen. Tada! Als geleuchtet hat. Und hier bekommt man. Perfekt, damit haben wir 50% erst der Luma sehen. Okay, krass. Aber ich denke mal, das ist ja gar nicht mal so viel mehr. Jedes Stückchen und halt das hier doch nur noch. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch die Fähigkeit uns holen. Das muss heute schon noch drin sein, würde ich mal meinen. Nach unten, okay. Rennen machen wir heute nicht. Ich habe doch alle vier, oder? Ja, perfekt. Sehr gut, dann kommen wir zur Fähigkeit. Der Baum sieht auch wieder interessant aus. Aber der im letzten sah echt am krassesten aus, finde ich. So, was ist denn das hier? Wassersprint. Drücke RB unter Wasser, um vorwärts zu schnellen. Sprinte dich unter der Oberfläche, um Luft zu springen. Oh mein Gott, wie cool. Ich kann mir was darunter vorstellen. Also RB, was war denn das nochmal? Ich kann nämlich die Schulter. Boah, es benutzt nicht mal... Oh, wie cool, das benutzt nicht mal Ding, Ausdauer. Ich meine Energie, sorry. Da hoch muss ich halt irgendwie. Bei den Bäumen ist ja meistens eigentlich was versteckt, ne? Ah, ich sehe auch schon, was hier zu tun ist. Ich frage mich... Nein, okay. Man braucht da wirklich immer diese Teile. Komme ich jetzt auch hier entgegen? Ja, das dachte ich mir. Cool. Das dachte ich mir wirklich schon, dass es sowas hier geben muss. Okay, ich habe jetzt aber nichts gesehen, was ich dagegen schälen kann, ehrlich gesagt. Habe ich hier noch? Ja, perfekt. Oh, damit. Krass ist, dass man es nicht irgendwie weniger stark machen kann. Ja, kann ich hier stehen? Kann ich hier stehen? Nein, kann ich nicht. Bitte halt dich fest, Ori. Ah. So sollte man es nicht lösen, aber ich bin hier oben, so hey, wenigstens. Stirb doch. Sehr gut. Und jetzt muss ich mal wieder, weil das kostet mich dann doch zu viel, hierhin wechseln. Weil als ob man da hier nur ist, damit man da hochkommt. Kann ich mich nicht einfach, genau. Sehr gut. Okay, perfekt. Oh Gott, was mache ich eigentlich gerade für einen Kack? Okay, und von hier versuche ich jetzt einfach darüber zu gleiten. Das ist, denke ich mal, die beste Lösung, weil ich denke mal, wir haben alles. Oh. Ach so. So ist das also. Ah. Wo war ein Schalter? Oh Gott. Nein. Wo? Hilfe. Aber wir haben mittlerweile eh so viele Leben. Da passt es schon. Ah, kann ich das jetzt selber zerstören, zufällig? Oh, falsche Taste. Ja, Tatsache. Kann ich die auch zerstören damit? Habe ich gerade Damage dadurch bekommen? Nö. Ah, ich krieg sogar Damage. Cool. Okay. Oh, das ist so schön. Und es nimmt nicht mal viel mehr Energie. Also eigentlich gar nichts. Ausdauer meine ich. Kann ich mir die jetzt noch holen? Oh, ich kann mich unter Wasser endlich wehren. Das ist ja so angenehm. Ach so, und so soll ich eigentlich da hochkommen. Naja, ich habe es wieder mal anders hinbekommen. Man kennt mich. Ups. Ja, so komme ich jetzt auch in dem einen Dungeon. Oh mein Gott, wir können in dem ersten Dungeon in der Mühle können wir uns endlich die 100% holen mit dieser Fähigkeit. Mega geil. Weil da saved es als Knopf. Oh mein Gott, ich habe es schon immer gewusst, dass das so gehen muss. Als ob der jetzt hier stehen bleibt. Okay. Aha. Ja, so soll man es eigentlich machen. Ich bin ja irgendwie anders. Irgendwie. Aber ja, eine coole Fähigkeit.
Gefällt mir. So. Jetzt halt da hoch und das Ganze wieder zurück. Ah, oder so. Und schon haben wir ein weiteres Energiezellenteil. Perfekt. Jetzt geht es ja doch ganz schnell voran eigentlich. Vielleicht machen wir das jetzt noch, bis wir bei von Hand zu Hand wieder sind, weil das bietet sich gerade an. Weiß nicht, was mir das bringt. Kann ich jetzt auch... Kann ich das durch den Sprint kaputt machen? Bin mir echt nicht sicher. Und die da? Ah, ich glaube, die sind unzerstörbar. Ehrlich gesagt. Ah! Ja, das sollte ich jetzt eigentlich zerstören können, dachte ich mir. Ups. Jetzt ja erstmal raus hier. Den heilen. Hä, aber ich dachte wirklich, ich komme jetzt... Ach so, ich brauche doch mal den Teil nochmal. Die sind hier. Moinsen. Perfekt. Okay. Sehr gut. Es geht irgendwie voran. Irgendwie ist hier die Betonung. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn ich die hier alle öffne, ehrlich gesagt. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, oder? Das klang aber nicht wie der letzte, ehrlich gesagt. Ja, jetzt sind alle nachgewachsen. Aber ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Also das muss hier irgendwie bewegt werden. Ach, das ist... Nee, das war ja schon immer auf mir jetzt. Also ich probiere es jetzt nochmal. Ich muss auf jeden Fall alle aktivieren. So viel ist logisch. Hallo, kannst du es mal machen auch, wenn ich es dir sage? Jetzt, ich war sonst nicht schnell genug. Ah, okay. Ich hoffe, das bleibt jetzt ein Dauerzustand so. Denke, ich habe hier alles und wir können hier runterfliegen. Wait, what? Wie soll ich denn das zerstören? Ich wollte nochmal nach oben. Verdammt. Aber es ging doch irgendwie. Wir haben es doch irgendwie mal geschafft. Ja, so. Und jetzt? Perfekt. Okay, das möchte ich jetzt schon noch hinbekommen. Ich denke mal, ich brauche trotzdem den Boi hier. Ah, okay, wenn er aus dem Wasser will, dann sprintet er so. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll. Aber ich probiere es jetzt einfach mal so. Ist er überhaupt wohin geflogen? Das ist aber schon weit. Eigentlich aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, ne? Ich kann ja auch einmal hier stehen bleiben. Das war jetzt zu hoch. Ich weiß halt nicht mehr, ob das so gehört. Es würde Sinn machen vom Winkel her. Man sieht halt überhaupt nicht, wo der Winkel ist. Ist halt so die Sache. So, jetzt musste ich hier gleich einen Sprint ausführen. So, ja, aber hä? Das ist ja übel schwer dann. Hallo? Das hätte ich jetzt nicht schlecht gesagt. Das ist hier so. Ja, und dann geht es halt so weit nach unten. Wisst ihr was, das schauen wir uns in der nächsten Folge von Ori and the Will of the Wisps an. Unter anderem machen wir dann auch das Rennen. Vermutlich geht das hier so, so, so und dann da nach oben. Und vermutlich auch schon das Finale, weil es fehlt gar nicht mehr so viel. Dieses Abteil halt, ne? Und genau, dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin und habt noch einen wunderbaren Tag.